Der HSV, der verliert den Pokal zu Hause 1-3 gegen Bayern München. Und die Fans sind alle zufrieden. Und hier ist also eine super Stimmung noch. Und gerade der Höhepunkt war gerade jetzt in der Nachspielzeit. Da kam noch ein Fletzer aufs Spielfeld. Und dann hat er dem Ribéry einen Schalenschädel gehauen. Wohl die Quintessenz war der Ribéry wohl in der ersten Halbzeit, den Müller geohrfeigt hat und nicht mit einer roten Karte bestraft wurde. Na, hier ist eine super Stimmung, trotz der Niederlage. Ja, toll. Ja, was sagst du dazu? Ribéry hat auch zum Schluss mal richtig gut abbekommen. Ja, das war natürlich ein Ding, ne? Naja, gut, aber das hat er sich wohl verdient. Na gut, wir wollen es ja so nicht gut heißen. Aber gut, der Ribéry hat sich ja auch ganz hier unordentlich verhalten in der ersten Halbzeit gegen Müller. Oh, fein ihn. Naja, okay. Rote Karte. Naja, okay. Schwamm rüber. Wir sprechen über das Ergebnis. Der HSV hat nicht aufgegeben. 3-0 zurück im eigenen Stadion. Ja, und dann eine super Leistung von Van der Vaart im Duett mit Lasogga. Und dann war das jetzt. Ja, sagen wir mal so, nicht der Anschlusskämpfer, aber das war 3-1. Und das hat das Ganze gut versöhnt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war der Danke, Hans, für HSV-Reporter.de. Für den HSV. Für den HSV. Film und ewig. Der beste